So, wir sind jetzt am Toothbrush-Fans. Wie ihr schon sehen könnt, wie der Name schon sagt, es ist einfach nur ein Zaun mit ganz vielen Zahnbürsten tatsächlich. Und der geht extrem lang. Guck mal, hier haben Leute sogar elektrische Zahnbürsten einfach dran gehangen. Ich will nicht wissen, wie die teilweise, wie lange die hier schon teilweise dranhängen. Tatsächlich noch so viel Zeit, dass wir jetzt noch die Bridal Falls geschafft haben. Jetzt gehen wir bzw. fahren wir noch ungefähr eine Stunde lang zu einem kostenlosen Campspot in der Hoffnung, dass wir es noch zeitig schaffen, weil es schließt um 8. Zustand als die in Australien, aber es zieht sich jetzt schon so übel hin die ganze Zeit. Ich bin mal gespannt, ob wir noch rechtzeitig ankommen, bevor der Campingplatz zu machen. So Freunde, guckt mal. Von einem Zahnbürstenzaun sind wir jetzt hier noch zu einem Fahrradzaun angekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Neuseeländer haben da einen kleinen Fetisch für. Endlich angekommen. Wir haben so Hunger jetzt. Wir essen jetzt erstmal, bevor wir irgendwas anderes noch machen. Richtig übel. Richtig schön hier vor allem aber auch. Yo. Guten Morgen hier von einem neuen Tag. Wir gehen jetzt zu den Marucopa Falls. Auch wieder schöne Wasserfälle. Heute steht tatsächlich gar nicht so viel auf dem Plan, weil wir morgen die Harry Feet by Tomo Tour machen. Das ist so eine Herr der Ringe Tour. Die ist erst um 13 Uhr und alles was danach kommt, wäre dann quasi ein Umweg, wenn wir jetzt schon weiterfahren würden. Deswegen gehen wir heute auf den Campingplatz zum ersten Mal hier, damit wir noch duschen können und alles und entspannen heute mal ein bisschen. Alter!